Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinterkaifeck. Ihr seht, Mission ist fertig. Abschließen. Perfekt. Wieder 5380 Euro mehr. Hat er gut gemacht? Perfekt, gut. Weiter in Text. Wie weit ist unser Dreschkasten? Ich habe nicht drauf geachtet, ne? Oh, ist fast fertig. Oh nee, fahren wir noch eine bauen, dann tanken wir ab. Ich würde ja spulen, aber es geht nicht. Das ist... Guck mal da mit dem grünen Ding. Finde ich voll cool von meinem Laderohr. Sobald es dunkel ist, macht er das. Wir können mal eben in die Garage gucken, ob wir den nicht reparieren müssen. Kann ich mir nämlich gut vorstellen. Nee, braucht man nicht. Braucht auch noch nicht repariert werden? Okay. Echt? Nix muss repariert werden? Schon krass, ne? Doch. Wir haben schon viel Zeug, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ist ja krass, dass nichts repariert werden muss. Das ging ja rucki zucki, wa? Ja, oh, in Truck, in Dings, Mock. Kollege, wir sind schon da. Hier, mach mal auf. Dann Tüte Dings da. Das dazu. Das ist schlimm, wenn nichts zu tun ist, ne? Nichts zu tun. Dann müssen wir hier noch ein bisschen gucken. Wie unser Dreschkasten hier so durch die Gegend fährt, ne? Was anderes ist leider gerade nicht. Ich könnte auch selber fahren, aber warum? Lass den mal machen, ne? Das lübt ja. Da auch lang fahren? Ist er am Weg? Okay. Fahren wir gleich da lang. Wo muss das überhaupt hin, der Hafer? Ach, zum Fruchtverkauf wäre jetzt auch anders sein können, ne? Zum Fruchteverkauf. Ja. 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 Zum Fruchteverkauf muss das. Dann mach mal hin, da. Dann mach da mal hin, da. Schon schick hier auf Hinterkaifeck, ne? Die Hinterkaifeck macht irgendwie Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schöne, coole Map. Wir können uns ja mal den BGA-Hof angucken. Wenn wir uns zwar eh nie leisten können. Aber trotzdem, gucken kostet nichts. Oh, guck mal hier. Oh, da kannst du Seeds und Flieser einlagern. Korrekt. Nicht schlecht, ne? Schikale hier. Geht das Tor auf? Na, Sigi, ja. Die geht nicht auf. Abgeschlossen. Oh, hier sind ja noch mehr Hallen. Riesen Silos, ne? Alles Kopfsilos. Keil oder wie auch immer. Oh, dicke Halle. Ist schon gut gemacht, ne?
konntest du nichts gegen sorgen. Muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Da kannst... Oh, ich habe noch gar kein Bild, ne? Kannst du nichts gegen sorgen. Ist gut gemacht. Preis pro Hektar 103.000. Ey, was kostet denn hier alle so? Können wir uns überhaupt hier noch irgendwas leisten? Was kostet? Die ist gar nicht so teuer, ne? Was kostet die Fläche? 112. 92. Ach, das kann man nicht kaufen. Okay. Na ja, dann kauf mal gleich alles, ne? Das finde ich ein bisschen schade. 102. Was kostet die Ecke? 83.000. Was kostet der Pferdestall nochmal? 106.000. Ey, da müssen wir noch lange drauf hinstricken, ne? Ganz ehrlich. Ich habe hier den Nachbarhof hier im Auge, ne? Sind hier die Muckus? Ja, den habe ich ja im Auge, ne? Aber, boah. Boah, ey, sind die Flächen teuer. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Wald machen, wa? Aber lohnt sich auch nicht. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Wenn sich das lohnen würde, ne, dann könntest du das ja machen. Aber das lohnt sich nicht. Kannst du nichts dran machen. Kannst du nur gucken zu. Schlimm, oder? Gib da mal Stoff, Renate. Aber Renate ist gar nicht da, ne? Der Helga macht ja Sunshine. Die hat ja schon Feierabend. Die hat gesagt, deine Zuschauer sagen, du zahlst mir zu wenig. Und die sagen, ich arbeite zu viel. Und seitdem ist Helga jetzt ein bisschen mehr in Wochenende und eher in Feierabend. Die ist gleich fertig. Da kannst du ja nichts mehr dran erinnern, ne? Helga like. Perfekt. Da war doch nichts mehr, oder? Na, ist fertig. Ne, wir müssen eben aussteigen. Damit sich das Rädchen wieder richtig kloppt. Na, eben hier hin. Können wir das nämlich auch abschließen? Man sollte vernünftig dran fahren, Leute, ne? Perfekt. So, du musst zur anderen Ecke. Mal können wir auch da lang fahren, ne? Du hoppst wie gesprungen, wo wir jetzt lang fahren. Aber wir dreschen jetzt erstmal selber nicht mehr. Also jetzt nicht gerade. Aber da lassen wir auch Stroh fallen, ne? Ja. Die Sojabohnen, dann lassen wir Stroh fallen. Das pressen wir, verkaufen wir. Das gibt Geld. Und Geld brauchen wir. Ihr habt ja gesehen, was das hier alle kostet. Kannst du direkt echt. So, gibt das Schubrakete. Svenny ist in Einsatz. Der will auch vorspulen. Vielleicht schaffen wir das. Diese Folge noch. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Wichtig ist, dass der Dreschkasten da steht, wenn ich das Spiel neu starte, dass das alles fertig ist. Dass ich mir da keine Gedanken drum machen muss. Dann ist das perfekt, ne? Jo, läuft.
So ist das, liebe Leute. Irgendwas ist ja immer, ne? So, hier rum. Das ist Usen. Das wächst. Das ist unseres. Morg für nächstes Mal. Eben den Mischer abschließen. Boah, der ist schick innen beleuchtet, ne? Schick gemacht, einfach, ne? Richtig schickifäunig ist so toll. Frucht verkaufen müssen wir, ne? Müssen wir hier gleich abfahren. Warte, das schaffen wir noch. Ich hatte keinen Bock runterzuschalten, ich bin ganz ehrlich. Ruhig, Braune, ruhig. Ganz ruhig. Weißt du, was du Bock hast? Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Die ist frisiert. Die ist gechippt. Also, ich muss erst das Gerät wechseln. So, den Verkaufspunkt kennen wir nun schon zu gut. Wie sind wir ja andauernd. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt hier auch gar keinen anderen. Ach, du willst auch direkt ausgeben? Na, dann gib direkt weiter ab. Lass die Talas in dein Herz. Warum gibst du nicht ab? Ach, du kippst ab, aber es ist keine Animation, okay. Oh, es gibt Geld, Geld, Geld! Talas! Money! Perfekt, Leute. Oder? Das ist doch mal perfekt. 5500. Hier Abschluss der Mission. Opa schließen. Nicht schlecht. Ganz ehrlich. Nicht schlecht. Das hat sich mal gelohnt. Da wird ja zu dunkel, wa? Zap, zap, ab, nächster Ingame-Tag. Abfahrt, Leute. Eben den Wagen zur Fläche bringen. Dann wissen wir direkt beim nächsten Mal, wo wir starten müssen. Ne? Richtig gut. Abfahrt, Leute, zur Fläche. Ich war gerade echt ganz woanders. Aber egal. So, liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt, echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.